Hallo zusammen, die meisten werden wahrscheinlich dieses Video bereits gesehen haben. Es ist ein Video, bei dem eine Frau versucht zu zeigen, wie gefährlich der CO2-Gehalt unter einer Maske steigt. Doch nun geben die Medien Entwarnung, wie beispielsweise hier in diesem Artikel vom 8. Oktober. Darin heißt es, ein Video, das zeigen soll, dass Masken gesundheitsschädlich sind, wird tausendfach geteilt. Jedoch ist das verwendete Gerät nicht dafür ausgelegt, die CO2-Konzentration unter einer Maske zu messen. In einem mittlerweile von Facebook gelöschten Video mit dem Titel „Masken sind Gift“ behauptet eine Frau, beweisen zu können, dass Masken gesundheitsschädlich sind. Sie trägt eine Stoffmaske und hält ein CO2-Messgerät in die Kamera. Es zeigt 431 ppm, Parts per Million, also die Maßeinheit für die CO2-Konzentration in der Luft an. Dann steckt sich die Frau den Sensor des Geräts direkt unter die Maske und atmet ein und aus. Der Wert beginnt sprunghaft zu steigen. Bei knapp 2000 ppm fängt das Gerät an zu piepsen. Die Zahl steigt immer weiter an, bis das Gerät bei einem Messwert von 10.000 ppm ausschaltet. Ob das gesund ist, sei dahingestellt, kommentiert eine Männerstimme die Szene. Vor der Löschung des Videos wurde es über 14.000 Mal geteilt. Dann heißt es weiter, CO2-Geräte, nicht für Tests mit Mundschutz geeignet. Diese Frage ist das Recherchezentrum Korrektiv aus Berlin nachgegangen. Dass die Geräte bei 1000 ppm piepsten, sei hygienisch und nicht toxikologisch begründet und komme einer Aufforderung zum Lüften gleich. Wenn sich CO2 durch die Anwesenheit und Aktivität von Menschen in einem Raum angereichert hat, könnten auch andere Schadstoffe zugegen sein. Das ist allerdings ein Leit und kein Grenzwert. Für Bethke macht es darum wenig Sinn, mit diesen Geräten die CO2-Konzentration unter einer Schutzmaske zu testen. Zudem habe herausströmende Atemluft einen CO2-Wert von rund 40.000 ppm. Ein Experiment von Korrektiv und Bethke zeigt, dass es keinen Unterschied macht, ob der Sensor eines CO2-Messgeräts unter einer Maske oder direkt ohne Maske angeatmet wird. Das Korrektiv-Team zieht Fazit. Tests, wie sie in den Selbstversuch-Videos in sozialen Netzwerken zu sehen sind, sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, um eine angebliche Gesundheitsgefahr durch Masken nachzuweisen. Während man also hier, wie in diesem Fall, klar darauf hinweisen möchte, dass ein solcher Test wohl kaum aussagekräftig ist, versäumt man es jedoch bei der täglichen Durchgabe der Corona-Fallzahlen, darauf hinzuweisen, dass ein positiver Test auch nicht gleich einer Infizierung gleichkommt. So kritisiert beispielsweise im Haller Kreisblatt ein Mikrobiologe die Corona-Zahlen. Positiv getestet heißt nicht infiziert. Er sagt, wie kann es sein, dass 1600 positiv Getestete in der Tönnies Belegschaft waren, aber nur 20 tatsächlich Erkrankte? Andreas Bernpol sagt, die Öffentlichkeit wird bei den Corona-Zahlen getäuscht. Eins stellt Andreas Bernpol sofort klar. Ich habe in den vergangenen 25 Jahren keiner Partei angehört. Ich bin kein Esoteriker, kein Reichsbürger, kein Extremist, nicht politisch orientiert. Er ist auch kein Corona-Leugner. Das ist ihm wichtig zu sagen, denn er weiß, wie schwierig es derzeit ist, Kritik an den Corona-Maßnahmen zu äußern, ohne dabei selbst als Spinner ins Abseits zu geraten. Als Fachmann sagt er heute, hier läuft was falsch. Was das Robert-Koch-Institut da macht, ist unwissenschaftlich. Seine Kritik lautet, die Corona-positiv getesteten Personen werden als Infizierte gewertet. Dies ist infektionsepidemiologisch und auch sachlich falsch. Der Öffentlichkeit werde suggeriert, dass es aktuell einen starken Anstieg der Corona-Infizierten gebe. Stimmt nicht, behauptet Bernpol. Und genau das ist es, was den meisten überhaupt gar nicht klar ist. Selbst wenn die Medien von Fallzahlen sprechen, im Denken setzen die meisten dies gleich mit der Zahl von Infizierten. Dabei haben wir derzeit gerade deswegen einen Anstieg an Fallzahlen, weil auch viel mehr getestet wird. Ich lese eigentlich immer über, wie viele Tote gibt es, wie stark ist die Auslastung der Spitäler und was sind die positiv Getesteten. Das sind die drei wichtigsten Zahlen.
Und bei den Toten, das ist schon lange sehr, sehr flach in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Das sind die drei Länder, die ich vor allem im Fokus habe. Auch bei den Spitälern, das ging rauf, aber das ist jetzt sehr, sehr flach. Das heißt, wir haben diese zwei Kurven, Tote und Spitäler, sind wir tief, da können wir uns wirklich entspannen. Und die einzige Zahl, die raufgeht, sind die positiv Getesteten. Aber da muss man schon auch wissen, dass wenn man natürlich mehr testet, dann gehen natürlich die Zahlen rauf. Aber da sollte man also nicht in Panik fallen, weil auch Menschen, die positiv getestet sind auf Corona, die sind nicht notwendigerweise krank. Und die allerwenigsten davon haben einen schweren Verlauf. Das gibt es schon, ja, es gibt einen schweren Verlauf. Es gibt auch Menschen, die sterben. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz kleine Gruppe nur. Wenn wir uns einmal diese Tabelle anschauen von Covid-19-Patienten, die sich aktuell in der Schweiz in Spitalpflege befinden, und die aktuelle Zahl mit der vom März vergleichen, hier in dieser Tabelle, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wieso wir trotz steigender Zahl der Corona-Fälle nur so wenige Covid-19-Patienten haben. Andreas Bernpohl erklärt weiter, PCR-Tests können nur den Verdacht auf eine Infektion darstellen. Als Mikrobiologe und Molekularbiologe scheint es mir wichtig, sachlich auf die Frage einzugehen, wie sicher denn der derzeit angewendete Corona-Test für den Nachweis einer Infektion mit SARS-CoV-2 ist. Dazu sei es zunächst wichtig zu verstehen, was ein PCR-Test eigentlich leisten könne. Ein PCR-Test kann durch Abstriche diagnostisch nur den Verdacht auf eine Infektion darstellen, da er nur Teile eines Infektionserregers oder den Erreger an einem Ort wie etwa der Schleimhaut nachweist. Der Nachweis der bloßen Anwesenheit ist nicht ausreichend für die Tat. Der Infektion von Epithelzellen des Atemtraktes. Und selbst bei ausgeführter Tat führt eine Infektion nicht zwangsläufig dazu, selbst als Individuum infektiös zu sein. Und auch nicht zwangsläufig zu einer Erkrankung des betroffenen Individuums. Das Verhalten des RKI finde ich grob fahrlässig. In der 11. Kalenderwoche meldete das Robert-Koch-Institut 100.457 Corona-Tests pro Woche. In der 34. Woche Mitte August waren es 987.423. Es ist meines Erachtens grob fahrlässig, diese Testzahlen in die Höhe zu treiben, um dann noch durch einfaches Aufaddieren der positiven Getesteten zu behaupten, dass die Infektionszahlen steigen. Es geht hierbei um die Infektionsrate, also das Verhältnis der insgesamt Getesteten zu positiven Befunden. Und die sei von der 11. Woche zur 34. Woche auf 0,88% gesunken, wie der Lagebericht des RKI am 26. August dokumentierte. Das RKI veröffentlicht so etwas aber nur im Hintergrund. Warum? Diese Frage wollte Andreas Bernpohl vom RKI gerne beantwortet wissen, um es verstehen zu können. Dreimal hat er angefragt. Im Frühjahr erhielt er eine Rückantwort. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in dieser Zeit priorisierte Anfragen von medizinischem Fachpersonal beantworten und die Beantwortung von Anfragen aus der Allgemeinbevölkerung zurückstellen. Deshalb möchte ich euch dazu ermutigen, und ganz egal, wie ihr zu dem Thema Corona steht, eine Sache zu bedenken. Wenn von Corona-Fallzahlen die Rede ist, heißt das nichts anderes, als dass es so viel positiv getestete Personen gibt und nicht so viel positiv getestete Infizierte. Möge Gott euch einen gesunden Geist der Unterscheidung geben. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.